Neben mir steht Michael Keller vom Tourismusverband im Tannheimer Tal. Michael, letztes Jahr waren wir so mit Ich will Schnee Ende März da, da sah es noch richtig gut aus. Wie ist denn so die aktuelle Schneelage, erster Advent 2018? Ja, bei uns ist der Winter noch nicht gekommen, aber kommendes Wochenende oder kommende Woche soll er kommen. Und wir sind einmal sehr zuversichtlich, dass wir wieder Schnee kriegen. Was ist in den nächsten Monaten im Winter im Tannheimer Tal geboten? Skitrail wahrscheinlich und dann Heißluftballonflugwoche. Was gibt's alles? Ja, wir haben wieder unsere klassischen Veranstaltungen. Bereits zum 24. Mal das internationale Ballonfestival. Ende Januar haben wir dann den Skitrail. Peter Schlickenrieder ist auch wieder mit vor Ort. Und wir haben ein besonderes Schmankerl für alle Skifahrer und auch Bergwanderer. Wir haben in der Kalenderwoche 2, 3 und 4 und auch Anfang März Winterparkbahn inklusive. Das heißt, wenn unsere Gäste 3 Übernachtungen haben oder mehr, können sie von Montag bis Donnerstag kostenlos Skifahren. Da ist der Skipass inklusive. Es gibt auch, glaube ich, noch irgendein Skirennen, glaube ich, inzwischen bei euch, was über so 6 oder 7 Liftanlagen geht, mit einem kurzen Aufstieg zwischendrin. Gibt es das noch? Super 8 oder so ähnlich? Ja, das ist die Ski 8 zwischen Zöblen und Schadwald. Das nennt sich Crazy 8 und hier wird eben in der Früh gestartet. Und die Skischaukel Zöblen-Schattwald dient dort als Kulisse und ist immer eine tolle Sache. Laufzeit, knappe halbe Stunde, aber macht richtig Spaß. Euer Tal besteht aus vielen kleinen Skigebieten, die aber durchaus sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt einen Aussichtsberg, es gibt ein Skigebiet mit einem Fisshang, es gibt ein Familien-Skigebiet, was eine Tiroler Enklave gibt, ist, und dann gibt es ein Naturschneegebiet. Wo gehst du am liebsten im Tannheimer Tal Skifahren? Ja, eigentlich am liebsten gehe ich so Füssner Jöchle, aber auch aufs Neuner Köpfle. Der Fisshang in Zöblen hat auch was Besonderes. Also es ist ganz egal, ob Naturschnee, Nesselwengle oder auch gerade Anfang Saison, wenn wenn Jungholz sehr früh mit dem Maschinenschnee die Pisten schon hat, zum Einschwingen optimale Hänge. Die Kompetenz liegt aber im Tannheimer Tal nicht nur beim alpinen Skifahren, sondern auch im nordischen Skisport. Wie viele Kilometer Loipen gibt es im Tannheimer Tal? Also wir spuren jede Nacht ca. 230 Kilometer. Offiziell geben wir an 70 Kilometer Skating und 70 Kilometer klassische Loipen. Wann geht die Saison Ende zu Ende in diesem Winter? Ja, durch das, dass Ostern sehr spät ist, hoffen wir schon, dass bis Ostern Schnee liegt. Aber grundsätzlich ist bei uns so die Langlaufsaison mit Mitte März beendet und die Skisaison mit Ende März, Anfang April. Michael, ich sage danke für die Auskünfte. Ich wünsche dir eine ganz erfolgreiche Saison. Und ich bin mir sicher, dass wir auch diesen Winter mal mit der Kamera wieder vorbeischauen werden. Uns würde es freuen, wenn du wieder kommst und wir dir das Winterwunderland Tannheimer Tal präsentieren dürfen.